Da kommen sofort wieder welche. Ich werde beglückt. Die sind alle tot. Nein, die kriegen Melis Füße nicht. Los, einsammeln und weg hier. Ehrlich, ey, was ist das hier für eine Gegend, ey? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Simonimon. Wie gesagt, in der letzten Folge habt ihr erlebt, wie Melis Fuß abgestorben ist. Ja, mein Fuß. Ich werd wieder sentimental, hören sie auf. Wird zwar ein bisschen gestunken, aber... Für weh. Wir haben hier kein Auto, ne? Doch, hier steht doch eins. Natürlich, hier steht doch eins. Der hier? Wieder den. Oh, oder den. Nehmen wir den. Wir nehmen den. Oh ja, ich bin anstatt auf E, habe ich auf W gedrückt. Ach, passt schon. Bin erstmal weggelaufen. Warum tun sie das? Weil ich es kann. Right? Ja. Mhm. Ich möchte endlich zu dem Ziel, 2,7 Kilometer kommen. Ich glaube, da kommen uns noch welche entgegen, glaube ich. Ja, so ein bisschen auf der linken Seite, aber ich kann ja schießen. Was sind Sie jetzt da oben an der Zwiebel? Wer fährt denn? Ich? Ach so. Ui! Ich bin natürlich wieder voll, ja. Ich höre Stimms. Ja, ich auch. Stimms? Habe ich jetzt Stimms gesagt? Da kommt was. Rein in der Karre. Ist down. Und weiter geht's. Miri? I'm coming. Von hinten. Ein Drohne, die Rindchen. Ein Drohne. War ein Drohne. Alter, wir müssen hier weg. Hey! Links von dir, Miri. Oh, links. Okay. Ja, was da hinten steht ein Heli. Wollen wir den nehmen? Wo siehst du den Heli? Rechts. Aber den kannst du so nicht wegballern da mit dem. Nee, nee, Scharfschütze, bleib stehen! Jetzt haben sie es gemerkt. Einer hat sich hingelegt. Einer umgeht uns. Der Dick ist auch down. Alle weg. Okay, ab zum Heli. Ich fliege aber nicht, weil ich jetzt gefahren bin. Ich hab schon was getrunken, ich darf das nicht. Doch, du darfst. Miri fliegt. Oh, was ist denn hier los? Ich komm nicht rein in das Ding. Warum? Gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Okay. Schon, dass das heißt. Hä? Das ist überraschend. Verdächtiges Geräusch, Mr. Finch. Hast du vor, oder was? Ja, sie ab. Das gibt's doch nicht. Und als Freund? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, kannst du mal oberhalb irgendwo landen? Wir müssen einmal, weil ich habe ganz viele Fragezeichen. Ich muss das einmal aufmachen. Der Furz ja nur. Und hier gehst du jetzt runter. Oh,
Runter, runter. Hier runter. Ja, aber das ist doch nicht ein Problem für uns. Genau. Schuss gehört. Okay. Ja, ja. Schuss überhaupt nicht gehört. Mach weg da die Scheiße. Jo. Alter! Gefahr! Alter, was ist das denn? Hallo. Nice. Was geht hier ab, Leute? Das war die Gefahrenzone 140. Oh, okay. Ja. Könnte vielleicht sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu stark für uns ist. Könnte sein, ne? Wer kam denn auf die doofe Idee zu sagen, komm, lande hier oben? Ich verstehe das nicht. Was war das wieder für ein Vollpfosten? Das kann doch nicht gewesen sein. Okay, aber wir sind hier oben, wo wir hinwollten. Das ist doch okay, oder? Wir sind immer noch Gefahrenzone, oder? Komm, wir gehen jetzt hier runter. Ich möchte jetzt erstmal ein Dröhnchen. Einmal Dröhnchen, bitte. Okay, aber dann gehe ich nicht hin, lieber. Ja, ich mal. Ist ja da, okay. Dann, ist da hinten. Ach du Scheiße, Leute. Wir werden hier jämmerlich kaputt. Der kommt wieder. Der Auto. Das Auto. Ich sehe ihn nicht, zum Glück. Ja, sei froh. Ich habe den aber markiert. Was ist denn hier los? Zig Fragezeichen. Eben. Ganz viele Fragezeichen, Leute. Hier waren wir überhaupt nicht. Hier ist so ein Amon-Dingen da, Scheiße. Ah, ja. Und noch einer, zwei Stück. Na super. Man, dass wir noch keine Chance hatten, das war mir schon irgendwie klar, aber. Es sah zumindest danach aus, ne? Ja. Da sollten wir vielleicht gar nicht. Hat doch voll so gerochen, ne? Patrouillengebiet von Mumur. Wer ist das? Kennst du den persönlich? Keine Ahnung. Drohnen fliegen hier rum? Kann das sein, dass das ein Heli kommt? Ja! Ah ne, die Armor kommen da oben. Ach du Scheiße. Da fahren sie. Die sehen uns nicht. Die kriegen wir auch nicht so kaputt. Doch, die kriegen wir auch kaputt. Ja, einer steht direkt hier vor uns. Ja, ich weiß. Aber dann kommt der andere auch. Sollen wir da runter kriechen? Wir kriechen erstmal gar nichts. Wir lassen ihn wieder fahren. Der kommt hier lang. Wenn wir alle drei da draufballern, kriegen wir ihn weg. Ja, aber. Ja, was heißt denn jetzt schon wieder aber? Aber war eine schwedische Gruppe. Komisch, immer wieder Schweden. Jetzt ist er weg. Sollen wir runter? Ja, müssen wir ja. Okay. Das heißt, da kommt ein Auto von hinten. Ne, der fährt auf der Straße. Okay. Los! Richie Rich, komm! Runter hier. Oh nein! Ui! Ui! Oh, das reibt an den Klamusterbären. Bitte? War die auch, Finchi? Ja, ja. Das scheuert an den Cojones. Voll gescheuert, ey. Der hat richtig so bumm gemacht. Gefahrenstufe 140, ihr seid doch verrückt. Ach, da passiert doch nichts. Bist du jetzt da runtergesprungen? Ich gehe hinten lang, das ist mir zu hoch. So. Geh jetzt hier lang. Ui, 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 ui. Oh, schau wieder, ey. Weißt du, was da für ein Geräusch macht, wenn du so mit dem Hintern da runterrutscht? So. Verstehst du? Okay, ich guck mal hier auf dem Absatz. Solche Geräusche macht das. Hier ist ein Heli abgestürzt. Ja, ach, unser. Und ach nee. Und ach nee? Und ach nee. Das ist Wahnsinn. Ach nee. Ach nee. Sag nee. Sag was. Da fliegt denn hier rum. So, einmal Drohne, Leute. Drohne. Wir müssen das ja untersuchen. Was ist denn hier los? Ein Scharfschütze auf dem Dach. Das ist wunderschön. Ein Dicker unten direkt unter uns. Ja. Ich mach auch mal mein Dröhnchen. Hier läuft noch einer lang mit Taschenlampe. Einer mit einem Funk, eine Drohne. Einer kann hier Alarme machen. Aber wir haben eine gute Position. Wir sind oben.
Das ist korrekt. Ich würde sagen, wir machen erst die Vorderfront hier sauber. Ja, denke ich auch. Bevor wir uns um den Rest kümmern. Die gehen rein, oder? Nö! Einer geht immer, der möchte gerne rein, aber die lassen den nicht, weil der unangenehm riecht. Da läuft einer rum. Da läuft einer rum. Da ist auch noch ein Dicker. Da hinten laufen auch noch welche rum. Wenn wir die hier vorne wegmachen und nach unten gekommen sind. Ich könnte den Dicken jetzt wegmachen. Du machst erstmal gar nichts. Weil den kriegst du mit einem Schuss nicht weg. Kopfschuss, ja. Nein, auch nicht. Ah nee, zwei Schuss auf den Kopf, weil Helmchen. Lord Helmchen, richtig. Da kommt auch einer. Das heißt. Aber hier rennt eins und versuchen zwei an die Tür durchzukommen. Oh. Genau, die beiden meine ich ja, die beiden Vollpfosten. Die wollen sie abschießen. Das Einzige, was wir wegmachen können, ist der Snipe hier oben. Richtig. Sollen wir den wegmachen? Wenn ihr den trefft, ja. Warte. Schon passiert. Sehr schön. Konzentration. Weiter runterrutschen, kommt mal auf meine Höhe, bitte. Ich bleib lieber hier, weil die beiden, die da an der Tür glitschen. Ja, die holen wir jetzt als nächstes. Wie legt man sich hin? C. Ne? Ich mach die rechte Flanke sauber. Soll ich die beiden an der Tür machen? Das sind drei. Einer ist im Gebäude. Ja. Und die glitschen immer so komisch. Ich kann ja mal einen Schuss abgeben. Du wartest mal. Okay, draufschießen. 3, 2, 1, go. Tötung beobachtet. Beide down. 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 Zacki-wacki, ja. Ich warte nur auf den einen, bis er jetzt zurückkommt. Das ist sehr schön. Auf der rechten Seite hier. Der Alarmposten, meinst du? Nee, ist ein normaler Schütze nur. Jetzt kommt er. Der läuft da unten jetzt, okay. Dann komm mal her. Ja, der Alarmposten ist genau daneben, den darfst du nicht abschießen. Also. Zack, der ist auch weg. Rechts ist sauber. Ich sehe da noch den Alarmposten rumlaufen. Guck mal, ob ich irgendwie den Alarmposten kriege. Dann müssen sie hier weiter rüber, jetzt um auf meine Seite. Ja, ich bin hier. Ich komm mal zu. Guck mal, ob ich ihn kriegen kann. Nein, der Alarmposten ist ganz woanders. 180 Meter entfernt. Die sind, laufen alle unterhalb rum. Wundert mich nur, dass dieses komische. Was ist das denn für ein Ding? Warum fährt das? Das ist ein Auto. Das da. Warum fährt das? Das ist ein Auto. Ja, das müssen wir doch holen. Brauchen wir doch. Oder nicht? Das ist weg. Kommt auch nochmal zurück. Ja, da bin ich auch mal raus. Oh, da ist einer. Der Alarmposten ist unterhalb. Der ist auch weg. Okay. Die anderen sind weiter unterhalb. Mhm. Okay, ich würde mal sagen, wir rutschen mal weiter runter. Und gehen jetzt von der linken Seite nach Dings rüber. Kommt ran. Okay. Wir haben soweit alles weggeräumt. Alles, was jetzt kommt. Das Dröhnchen. Hat noch keiner was gemerkt hier. Wo ist das Dröhnchen denn? Das Dröhnchen ist weg. Okay. Oder wollte nämlich gerade Alarm schlagen, das Dröhnchen. Kommt runter. Ein Dicker ist da noch. Ja. Kommt, ich komm zu euch rüber. Wer schießt denn da jetzt? Halt doch mal die Klappe, Mann. Wer schießt da jetzt? Ein Gewehr. Pass auf den Dicken auf. Der ist im Gebäude, ne? Oder ist der vor dem Gebäude? Ich geh mal nach vorne. Hab keine Ahnung, wo der steckt. Oh, hier ist auch noch einer. Verstanden. Alles, was ihr sauber machen könnt, macht ihr sauber. Der Dicke ist weg. Okay. Ansagen vorher, wenn du einen abknallst. Okay. Ich hab den Alarmposten. Den hab ich auch irgendwie. 2, 1, Alarmposten weg. So.
sauber. Oh. Mach den weg! Ist weg. Okay, der ist weg. Alles sauber? Jo. Ja, sieht gut aus. Hier oben ist eine Skellkiste und eine normale Kiste. Ich warte auf euch. Ich muss noch einmal eine Drohne aufmachen, weil ich habe schon wieder Fragezeichen hier. Jo, habe ich auch. Sehe ich auch gerade. Alter, wie viele Fragezeichen. Ja, das Spiel geht so in einer Folge. Das habe ich nie gesagt. Das ist nicht lang, das ist mal schnell durch. Was mir gerade so auffällt ist, wir sind schon wieder nicht beobachtet. Man hat uns schon wieder nicht beobachtet. Ja, ne? Wir sind schon wieder nicht. Man hat schon wieder nicht gemerkt, dass wir da sind. Jo, stimmt. Ich weiß doch nicht, warum die Zivilisten da so rumschreien, aber. Sehen Sie? Wo waren die Kisten hier oben, ne? Ich komm zu euch. Mhm. Im Gebäude sind die Kisten. Der Dicke schon weg? Ja, hab ich doch weggemacht. Wie kommen wir in das Gebäude hier rein, ne? Mhm. Muss eben einmal hier hin. Oder hier oder da. Okay, weiter. Okay. Der fing schon wieder an die Kiste. Ich geh da mal, indem ich der Rauchsen rausschimpfe. Ja, Prost. Wieder eine Wumsi. Jo. Ich guck mal. Und dann müssen wir, glaube ich, nach oben, ne? Gibt's was Neues? Eine neue Wumsi. Ich geh mal einfach ganz schnell nach oben und halte mal oben Ausschau. Aber die Skillkiste muss hier irgendwo sein. Ist irgendwo unten muss sie irgendwo sein. Sie haben recht. Hier oben ist keiner mehr und alles auf. Aber da hinten müssten noch welche sein. Ich starte einmal Drohne. Mhm. Da unten habe ich noch was Grünes, was Blaues. Ne, ja doch. Hier ist noch was Grünes. Sie sind ja richtig farbenfroh heute, Herr Finch. Ja. Was ist denn da los? Keine Gegner mehr zu sehen. Viele, viele bunte Farben. Wir haben alle weggemacht. Unbemerkt, wohlbemerkt. Ne? Unbemerkt, wohlbemerkt. So sieht das aus. Aber irgendwo hier muss das 26 Meter ist das, was wir machen müssen. Kommt mal bitte her. Hinji? Ja. Hm. Komm mal ran hier. Hört jetzt mal auf zu looten, verdammt nochmal. Hier. Ja. Hier ran. Ach da, Laptop. So sieht's aus. Looten können wir gleich. Bluten? Ich will nicht bluten. Heute nicht. Okay, einmal nachschlagen. Ja. Baupläne. Hm. Was hat er denn da gebaut? Was hat er da gebaut? Baupläne. Die Outgas hätten einige von Meteors Akkus. Okay. Jetzt müssen wir zu der Ollen da zurück. Zu Dago. Ja. Aber wir sammeln erst noch ein. Mhm. Und dann machen wir einen Abgang hier. Okay. Wo ist denn jetzt hier dieser? Wo ist diese Kiste? Wir müssen irgendwie cool, dass wir einmal rauskommen. Zumindest runter. Ja, die ist unten, die muss hier unten irgendwo sein. Hier unten ist sie. Komm mal ran hier. Lassen Sie sich nicht stören. Wir sind gleich weg. Oh, hier ist der Treppe. Genau, wir müssen über die Treppe. Hier über die Treppe. Skellkiste. Der finde ich schon gesprungen. Ja, das ist ein Gierigen, ist das. Obwohl er weiß eigentlich, dass hier nichts passieren kann, dass wir alle dasselbe kriegen. Ja. Miri, come run. Kameradschaft. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Komm doch erstmal die Kiste. Die Kiste läuft doch nie weg. Doch. Hier sind ja, auch noch Sachen. Die voll die Beine. Die hat Beine, die Kiste. Ja. Achso, was? So, jetzt komme ich mal mit zu dich da runter. Haben wir irgendwo ein Heli oder sowas? Wieso habe ich schon wieder Fragezeichen? Ich verstehe.
Ah, hier ist ein Fahrzeug. Und jetzt muss ich da hinten nochmal hin. Da war nämlich noch was Gelbes da oben. Heu, ja, was Grünes meine ich. Heu, und hier ist noch eine Kiste, zwei Stück. Und morgen ist es dann soweit. Kommt ihr ran? Ja, ja, ich komm schon. Hier ist eine Kiste. Hier, da könnt ihr zuerst ran. Oh, da ist aber was Grünes. Haben wir da auch gelootet? Ich meine, gemordet? Ja, da habe ich doch die habe ich doch hier weggemacht, die hier waren. So, da hinten ist die Kiste. Ja. Warst du hier schon an der Kiste? Ich lauf da jetzt hin an die Kiste. Was bekommen wir da? Handschuhen. Okay, ihr könnt. Und dann müssen wir einmal nach oben. Da hinten ist eine Treppe. Ich hab da oben was grün. Ja, ich auch. Warum? Ja, weil das so ist, weil wir das in der Weg gemacht haben, du Kackvogel. Okay. Was kommt jetzt wieder mit dem Kackvogel? Ja, weil du ein kleiner Kackvogel bist. Da sind noch Informationen. Ja, wir gucken mal, was wir gekriegt haben. Du Kackvogel, du. Ein Schneipi. Schneipi? Da war ich schlechter. Voll der Schneipi, aber. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich bin Stu. Der Finch. Alter, der Finch. Er hat mich voll überholt. Der Looter King, ey. Kann auch wohl nicht wahr sein. Jetzt laufe ich aber auch, ey. Jetzt laufe ich aber auch hier. Kann auch wohl nicht wahr sein, ey. Der Finch, ey. Jetzt holt der Hoxton wieder auf hier. Jetzt habe ich ja die Faxen dicke. Jetzt reicht mir das aber. Der Sonnenhals. Aber Blutdruck krieg. Schluss mit lustig jetzt hier. Da oben ist schon eine Kiste. Und Info ist da auch noch. Und eine neue Weste. Von ausrüsten. Ja. Oh, der Finch hat sie aber locker überholt, würde ich sagen. Ja, wollen sie auf die Fresse oder was? Wo ist denn das Grüne? Ich bin angegriffen worden. Wie kommt das? Ja, weiß ich nicht. Ich hab Durchfall gekriegt. Ich gehe mal zur Info. Ja, das wäre wichtig. Warum schwebt er denn hier in der Luft? Der schwebt in wo? Ja, die Olle hier. Die schwebt. Was ist denn getrunken? Die schwebt in der Luft. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Hier, komm her. Ja, die schwebt. Miri, guck mal. Warte, ich kann. Das ist doch ein Fall für dich hier. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, das ist, glaube ich, aus Schweden. Sie machen mich hier gerade fertig. Hören Sie auf damit. Ich habe gehört, die ist aus Schweden. Schluss jetzt! Ihr habt gesagt, ich bin. Schluss jetzt! Schluss. Ja, wie denn? Schluss jetzt. Ihr habt gesagt, hier, ich bin die Schwedi und. Sie reden schon wieder dummes Zeug. Jetzt hören Sie bitte auf. Ich bin ein bisschen betrunken. Schluss jetzt. Nein, bin ich nicht. Nein, hat sie gesagt, oder nicht? Schluss jetzt! Sie sagt doch auch mal was. Mit der Schwedin? Ja, die hat doch Schluss gesagt, jetzt. Ne? Ja. Leute! Ja, sie hat. Hat sie gesagt? Ja. Leute, bitte. Jetzt erzähl dir doch keinen Scheiß hier. Ja, ja. Warum soll ich dich denn anlügen? Hab ja nicht gesagt, dass sie lügen. Ja, die hat gesagt hier, von wegen. Wo ist denn jetzt der Grüne? Wieder Grüne. Das ist der Grinch. Der Shrek. Wo ist der Shrek? Oder der? Oh, Shrek. Die hängt ja immer noch in der Luft. Ja, ich weiß auch nicht, was mit der Luft. Was stimmt denn mit der Frau nicht? Entschuldigen Sie bitte, Sie brauchen keine Angst zu haben. Kommen Sie aus Schweden? Es geht jetzt schon wieder los. Wo Sie brauchen keine Angst hier? Haben. Wo hängt hier eine Frau in den Luft? Ja, die hängt doch da. Guck mal, ich schieße auch. Da. Ja, die rennt schon wieder draußen rum da, die Schwedin. Kommen Sie mal rein. So, jetzt gucken Sie mal nach rechts. Was macht die denn da? Die hüpft auf der Stelle. Die kommt aus Schweden. Ja, die kommt aus Schweden, weil sie schwebt. Eine Schwäbin. Warte mal, ich weiß, wie das geht. So. Komm, ich helfe Ihnen. Du bist ja wohl nicht erschießen. Oh. Miri? Verdammt. Ich hab nicht geschossen. Warum tust du das? Ich hab mich. Dummes Schwein. Ich hab nicht geschossen. Komm, lass uns abhauen jetzt endlich. Oh, wir müssen mal hier Dings machen.
Oh, hier können wir zocken, Herr Hoxen. Was willst du denn hier zocken? Hier. Ach Mensch, ey. Doch, hat sie erledigt mit Zocken hier. Ja. Los jetzt! So, raus hier jetzt hier. Aber wie sollen wir jetzt da hinkommen, wo wir hin sollen? Wir haben nur Auto hier. Man ist ja schließlich 2,9 Kilometer entfernt. Wir nehmen Auto. Ach, haben wir eine andere Möglichkeit? Oder haben wir da in der Nähe einen Biwak, dass wir uns da hinbeamen können? Kann das sein, dass sie ein kleiner Klugscheißer sind? Ich frage nur. Wenn wir einen Biwak haben, dann können wir auch... Ein Biwak. Ich will kein Biwak. Ich geh mal besser hier weg. Justin Bieber? Suchen Sie den? Sie sind ja eine Plumsumse, ehrlich, ey. Schon wieder Fragezeichen. Himmel, Herrgott, ey. Wie viel Fragezeichen? Ich kann ja mal gucken, ob da ein Biwak ist, wo wir hin müssen. Guck doch mal, ob da ein Zwieback ist und dann ist gut. Da müssen wir hin. Irgendwo ist hier noch ein Fragezeichen. Müssen wir denn überhaupt hin? Reden. 2,9 Kilometer. Da ist ein Fragezeichen und da muss hier noch ein Fragezeichen sein. Da ist ein Biwak in der Nähe. Könnten wir eine Schnellreise hinmachen. Wollen wir machen? Wenn du mir sagst, wo das sein soll? Rechts davon. Rechts von dem Skell, wo wir hin müssen. Das ist die Straße und rechts von der Straße ist das... Ich hab hier noch irgendwo... Da ist noch ein Fragezeichen. Und da ist auch noch eins, ey, Leute. Ich kann ja das Biwak mal anklicken und da hinreisen und ihr kommt mir einfach hinterher. Das wäre eine Idee. Okay, dann mache ich das. Verdammt. Hast du? Ja. Und wie kann ich das jetzt machen? Indem du mich auswählst. Warum muss ich dich denn aus... Ist doch nicht so besonders. Ach Gott. So, da. Ich bin jetzt da. Schrottlady? Wie soll ich dich denn da auswählen? Du wählst jetzt das Biwak aus. Wo ist das denn? Da hin? Auf der Karte muss ich gehen? Da, wo ich bin. Du kannst mich auch auswählen. Ja. Ich gehe mal ein bisschen weg von dem Biwak. So. Jetzt kannst du zu mir kommen. Du weißt gar nicht, wo du bist? Ich sehe dich aber auch nicht auf der Karte. Das ist ja toll. Pfeil bin ich. Ich sehe nur zwei. Ich sehe gar nichts. Ach, da neben oben. Ach, da ist die. Wo ist die denn? Im Osten. Ja, neben dem 589 Meter entfernt von dem Mischen. Ich finde die nicht. Ich finde die nicht. Da, wo du gerade stehst. Geh mal Richtung Osten auf der Karte. Du stehst doch neben mir, oder nicht? So, der Finch ist neben mir, oder was? Ach, da ist die Alte. Ja, genau da. Das war doch hier bei dem, wo der Hoxton auf die Abwehr-Dings da hochgeklettert ist. Ja, nee, das Finch ist lustig, oder was? Ja. Hier war das aber nicht. Nee. Na doch. Doch? Da bin ich abgestürzt. Okay. Gestürzt. So, Olga, ich bin da. Ja. Wenn du jetzt einen Heli gekauft hättest von deinem Geld, dann kann man an jedem Biwak kann man sich einen Heli bestellen. Aber den hast du ja nicht gekauft, ne? Was ist das denn jetzt für ein doofer Spruch wieder? Vorwurf? Ja, so leicht, ne? Okay. Was ist das für ein bescheuerter Spruch? Ja, wollen wir jetzt? Ja, und mit dem Spruch, ne? In der nächsten Folge mit dem machen? Spruch meine Pause jetzt erstmal. Also Leute, bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.